Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fallout London. Ja, beim letzten Mal sind wir Majak begegnet. Der möchte uns auch gerne begleiten. Nur, wir machen hier gerade noch die Quest mit Kira. Da kommt gerade so ein Schweinevieh. Da sind noch mehr Schweineviecher. Da war eine dicke Mutti. Und alle sind tot. Fängt doch gut an. Yeah, Schiffkenne, Zeug, geil. Noch mehr Zeug. Und ein Fuse hat er auch noch dabei. Gibt's denn da noch? Aber ich glaube, wir lassen uns jetzt hier nicht die ganze Zeit davon ablenken. Wir wollen hier vorne hin. Ist auch richtig, oder? Ja. Reese. Atkins. Hey, da ist immer so ein Atkins-Ding. We won't go quietly. You can count on that. Wir gehen ins Control-Punkt. Sehen wir mal so ein Ding in Action, ne? Brennziehbeere, das wird da. Kommen wir da rein? Erspäht. Könnten das Ding aktivieren. Sind wir da überhaupt richtig? Ich habe keine Ahnung, wo es hingeht. Da ist ein Elefant. Ist der böse? Ich kann ihn nicht anwählen. Kannst in diese Richtung nicht gehen. Ah, okay. Jo. Alright. Dann lassen wir ihn mal, ne? Steht er erstmal mit der Elefant rum. You'd have to be insane to take on the dummies. Aber man muss schon verrückt sein, ne? Sonst macht's ja auch keinen Spaß, ne? Wäre ja auch langweilig. Oh, eingeweihter Kultist. Und dich voll hier. Quick, get them. Remain awake. Eternally. Das bereust du. Polizei mit dem Knüppel. Nee. Haben wir noch mal schon welche? Hast du noch mal Gutes? Und Stimmy Packy. Hier denn. Kultistenhauptstadt hier oder was? Adversaries. Come, comrade. It's disgusting prison. Oh, crumbs. Schieß sie ins Bein. Oder auch nicht. Well, that settles that. Na, geht doch. Ah, ich krieg beste Hilfe. Hier drüben nämlich hin, ne? That was a performance of Modest Mussorgsky's Meditation. Ja, das ganze Gebiet klappern wir später nochmal ab, ey. No matter what we've done, we will do. Grieg reminds us the sun will rise again tomorrow. And we must all face up to our actions. Up next. Na super. Okay, bis gleich, Leute. Was a performance of Modest Mussorgsky's Meditation. So, da bin ich wieder. Muss eben kurz eine Minute nachspielen hier. Pastures when hearing this next piece. I imagine a bustling British town, one that looks a lot like yours. And now, the blue. Die legen wir hier gerade mit Hunden an oder was?
Legendäre. You've messed with the wrong treasure hunter and her trusty sidekick. Oh. Der haut doch gut rein, dieser. Was haben wir denn hier? Das nehme ich noch. Das nehme ich. Ah, wir müssen eigentlich viel mehr zu essen haben, oder? Aber alles gefuttert. Okay. Oh. Oh. Hey, da war mal nach oben. Keep your eyes open. Mischling hat die Runde. Critical Bam. Ja, genau so macht man das, ey. So, jetzt irgendwas Gutes dabei. Doppel-Zap-Blaster. Kann man mal mitnehmen, ey. Kürbis. Noch ein Kürbis. Schön, dass sie sich darum gekümmert haben, ey. Eine kleine Siedlung aufgebaut oder was? Naja, was heißt Siedlung, ne? Ein paar Barrikaden haben sie hier hingestellt, das Wasser dann auch. Ich hätte gerne mal ein Plasmagewehr oder so, oder so eine Plasmakanone oder sowas. Und auch so ein Sink. Hey, let me see that. Cool. Mann, gibt's nicht zu sehen. No left turn. Warum nicht left turn? Left turn in sein Guts. Ja, so mit der normalen Ansicht ist es doch irgendwie viel besser. Oh, verdammt. Ciao. Wie die denn am besten platt? Ja, jemand auch ballern, ne? Schön verarschen. Blöd, wenn man nicht springen kann. Wie viel Schaden man an denen macht, Belagerung, Marineläufer. Einfach eine Bombe auf zwei Beinen, ne? Wie sich auch immer verstecken, ne? War denn jetzt explodiert? Okay, beide sind weg. Ich glaube, die haben Kira gefunden. Alles okay? Lebst du noch? Alles noch dran? Ja. Da geht's ja sogar noch. Wäre, haben wir echt sonst nichts Gescheites mehr zum Pudern hier? Sardinen, ne? Und Beef.
Müssen wir eigentlich mal wieder nach Hause, wie? Was haben wir hier? My senses are tingling. Och nö. Kommt doch her, hier. Komm her, du. Mach dich kaputt, ja. Finally some peace. Ja, guckst du, wa? Come, companion. Victory awaits. Ja, da sind, glaube ich, noch mehr. Nein, nein. So, bam. Und dann noch welche? Yep. Stack. Und der ist hinter uns. Natürlich ist das ein Ding in der. Ein legendärer leuchtender. Die wunderbare Rohrzange des Vernichtens. Was war die? Plünderer. Ah, das hättest du nicht tun sollen. Ja! Ich würde euch ja in Ruhe lassen. Ja. Nein! Habe ich da gerade eine Hand gesehen? Ihr wolltet es nicht anders. Achso, hier sind die Tommies. Ja, das ist da vorne zwei Leichen liegen, drei. Da kann ich nichts für. Die waren schon vorher da. Auch wenn sie noch ganz frisch sind. Wow, wir sind sogar versteckt. Der Schleichenskill ist geil, ne? Nehmen wir. Dankeschön. Bahnhof Euschen. Ab dadurch. Service Information. Underground. Was haben wir denn hier? Seid ihr friedlich? Nein, ihr seid nicht friedlich. Also, ich kriege sie eine Ratte. Au, anfangen. Oh, 6 Tickets. Da noch was. Avenue. Open. Hallo. Ah, hier können wir nicht kochen. Nein, nein, nein. Oh. Ja, ich auch. Vor allem nur die guten Sachen. Da kommen wir nicht rein. Oh, Zementsäcke. Oh, ganz viele. Cool. Kann ich irgendwie rein? Ja, müssen wir auch, glaube ich, nicht. Mehr. Oh, Tickets. Und leer. Schade. Bierflasche, nö. Moin. Jemand zu Hause? Nee, leider nicht. Ne? Nichts drin. Voll der Beschiss hier. Ne? Gute Sachen. Oh, ein bisschen Salz. Oh, ein Kindermenü. Geil. Können wir hier kochen? Ja, wir können hier eben kochen. Eichhörnchen mit Stil. Lecker. Kühlerkeulen. Auch ganz gut.
mit dem Rotten Steak hier. Oh, Stechlüder. Hat sich doch ein bisschen gelohnt. Ne? Haben wir auch wieder was zu futtern. Naja, so lange müssen wir hier alles aufessen. Ne? Können wir so ein Jimmy Head benutzen. Vorhüterli. Und wir sind durch. You just heard Johann Strauss the Seventh is uber-popular. Oh nein, das war's. Art was always meant to enlighten us. This way. Wirklich? In that spirit, enjoy Chopin's Nocturne in E-flat major number 2, opus 9. Checken, ob hier irgendwelche Fallen sind? Nein, zum Glück nicht. Obwohl wir die jetzt eh nicht mehr auslösen, ne? Turn left. Aha. Oh nein. Hey. Wenn das alles noch Jungtiere sind, dann will ich dem Mutter nicht begegnen. Bleibst du hier? Zack, Junge. Hast du eine Ratte übersehen? Die sind alle dope. Da ist nichts. This way. Ja, aber vielleicht will ich mich ja hier Camden Town noch ein bisschen umsehen. Haben sie aber sehr schön ausgebaut hier. Da muss man mal sagen, ne? Oh, noch ein Fusionskern. Geil. Vielleicht kriegen wir auch eines Tages mal eine Power-Rüstung oder so. Können wir hier rein? Ja. Oh, wir können noch was kochen. Wir haben gerade noch ein paar neue Rattensteaks gekriegt hier. Aber ich erfülle nicht die Voraussetzung. Ja, schade. Nichts. Ah. Schmerzmittelseife. Ja, wunderbar. Haarklammer immer gern gesehen. Ein Rohgewehr mit Nachtsicht. Was ist das hier? Bei verkleidet. Arm des Hooligans. Nee. Wir sind doch keine Hooligans. Wir sind was viel Besseres. Und zwar Leute, die speichern können. Jimmy hat wirklich mehr. Oh nein! Kondom geplatzt oder was? Schade. Bezweckt. Was denn hier? Was? Riesland unterirdisch. Achso. Levelwechsel. Jo. Auch in Ordnung. Lieber die Wummi hier rausholen, ey. Was? Da kann ich nicht rein. Boah. Wieder alles voll mit Ratten hier oder was? Warum werde ich hier so geblendet? Ah, ich sehe nichts. Britannia, Britannia, rule the waves. You should consider enlisting. We need people like you. Na. Sehe ich nicht. Wenn man auch immer irgendwie einen Ticket kriegt, ne, damit man hier wieder rauskommt. Ups. Mind the gap.
Ja, meinen sie gell. Oh, Teebeutel. So. Ah, was machst du denn Schönes? Hm. Meinst du nicht, das Ding ist mal voll? Just a bird. The cuckoo informs us that it is time for the day's work to begin. That is why this most illustrious bird is the topic of our next piece by Camille Saint-Saëns. Long live our noble queen. Moin, Leute. Habt ihr hier denn? Tempting. Oh, und safety safe. You need some help? Just ask the expert. Ja, ich bin Meister, ich brauche keinen Experten. Was haben wir denn hier? Da noch was drin? Nee. Und wir sind in Camden, Leute. Bei Station Mornington. Hallo. State your business in Camden. Ist dieser Bereich besperrt? As long as you're not here to make trouble, the pistols welcome you. Ach so, ich will so eine geile Rüstung haben. Aber Ärger macht mal Spaß. Ich bin nicht hier, um Ärger zu machen. I didn't think you were. A group of hooligans recently made it through the border. Hence the added security. You don't strike me as a hooligan, though. Brauchen Sie Hilfe bei den Hooligans? Warum sagst du denn sowas? You're kind to offer. I'd speak to Alice before you do anything drastic, though. Well, we're having a conversation to start. Ach so. Können Sie mir über die Piste erzählen? I'm a member, so I may be biased. But to me, there's no other group in London worth joining. Equality, radical individualism, self-sustainability, cooperation. Those are the values of the pistols, and they're not just talk. Have you ever seen a swan in real life? Well, by. The first step would be to talk to Apache Alice at Cyberfox. Achso. Anything you need can be purchased at the market. Though, it may be pricey. Pistols get first rights and a discount, of course. But we sell goods to non-members, too. I'd avoid the area directly to west of here. That's where the hooligans set up. Oh. No worries. Welcome to Camden. Ich wollte gerne was über dich erfahren. You want to join the reading group? I promise it's not as shit as it sounds. Ich will nicht zur reading group. Oh. Wir sollen da drüben hin oder was? Ja, natürlich ist es ganz am Ende. Und wer bist du denn? Eine Pistoni. Wow. Couldn't murder a cup of Rosie about that. Ja, mach mal. I wish I loved mornings as much as the rest of these freaks seem to. So, hast du eine Jacke von den Adam Cats? Mit dem hier. Anarchy, where are you? Come on now, it's Nancy. What the bloody hell do you want? Weiß ich nicht. Jemand hat sein Höschen verdreht. Was ist falsch, okay? Sorry, I yelled. I'm just mad because my bloody dog Anarchy wandered off somewhere. You haven't seen him, have you? Hast du den Hund Anarchy genannt? Well, I wanted to name him something else, something pre-war. But my brother said no. So I named him after my favorite thing in the world, Anarchy. Most people just call him Annie, but his real name is Anarchy. Don't you forget that. Ach so. Was passiert? We had a fight. You see, Anarchy's the worst dog around. He barks, he bites, he shits everywhere. But he's my Anarchy, and I want him back. Ach so. Ja, ich such mal. Really going to do that? Thank you so much. Last I seen him, he wandered off into Camden. Once you find him, say Nancy's looking for him. That's me. He's the ugly dog with the shitty fur. Can't miss the bugger. And thanks,
Again. Anarchy, you better not be hiding, you tosser. Come on. Gee. Ein Dreckshund finden, oder was? Come out, Anarchy. Please. Was ist hier mit den Pistons? Sprich mit Opalache, Alice. Okay, die ist ja ganz hinten. I'm sorry, okay? Was haben wir denn hier? Was sind die Pferd? Hypodrom. Part of his phenomenal carnival. Wer denn hier? Sprich mit dem Regisseur des Camden Theater. Who says classical music? I told you once, I won't tell you again. The light booth is up on the second level, understand? Here is Franz Liszt's Hungarian Rhapsody number 2. Wovon? Wie? Was soll? Second level. You do understand numbers, don't you? God, they don't make stagehands like the old days. Ja, ich wollte schon immer wieder weiter werden. Forgive me, but why? Hold on a moment. If you're not a stagehand, you might be of some use to me. How would you like to make some money? Ja, bin ganz ohr. I am Scott Nightingale, the director of Camden Theatre, and you have found me in the middle of preparations for my newest play, William Shakespeare's Macbeth. However, this production has been problematic. Some amongst the crew believe this play to be cursed. It's all nonsense, of course, but it's a commonly held superstition. Even the fanatics at the Globe Theatre don't dare perform Macbeth. Ja, erzähl mir über den Spruch. There's an ancient theatrical superstition which claims that speaking the name Macbeth inside a theatre leads to disaster. Now, because that's also the name of the damn protagonist, most actors refer to it as the Scottish play, outside of rehearsals and performances. This is, of course, incredibly stupid. But a recent string of bad luck has led my cast and crew to believe the curse is in full effect. Yeah, was brauchst du von mir? I need you to help me with a small problem. I'm missing part of the play. A minor part, not much to worry about, just the final act. When the troupe at Shakespeare's Globe isn't murdering the bard's work on stage, they scour the waste for the surviving copies of his plays. They have Macbeth, including the fifth act. They're too afraid to perform it, too afraid to give it away. They don't need it. I'm sure security is lax. Perhaps you could walk in and relieve them of their copy. Schottische Stück. Aha. Erzähl mir mehr über dich. I suggest you read the playbill, as the first two pages have my complete biography. But I suppose I can give you the short version. Jo. My mother and father were firm supporters of the gentry. In return, they were rewarded with the theater. And then my mother, well, passed. At first, father wanted to sell it. But seeing as I was the only Nightingale not interested in politics, he thought it best to pass the theater on to me. Ach so. Ja, sie verpassen den ganzen Akt, das ist ja ein kaum kleines Problem. There are worse problems to have than missing a few pages. What if my lead actor was missing or dead? Have some perspective, for Christ's sake. Jo, ich mach mich umweg. Be quick about it. Time is money. Boring. Heißt ja nicht boring. Hier ist eigentlich mal ein schöner Ort und sie sind boring. Langweilig. Hi, Mr. Handy. Und was sollen wir dafür machen? Okay, wir sollen da raus, oder was? Stehen Sie das Macbeth-Kopie des Globe Theater? Überzeugen Sie das Globe Theater, Ihnen Macbeth zu schenken? Hm? Ich will die Urkunde ab, ich habe keine Ahnung wo. Das ist woanders. Ist doch voll schön hier. Ich weiß gar nicht, was sie hat.
Gucken wir uns hier mal ein kleines bisschen um. Ne? Vielleicht gibt es ja hier noch was Interessantes. Vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall haben wir eine neue Quest. Vielleicht werden wir auch noch mal Zeuge, wie hier mit Beth aufgeführt wird. Oder eher das schottische Stück. Es ist ja verflucht. Ich glaube, hier gibt es echt nichts. Ne? Da geht es ja noch viel höher. Oh. Man musste da so runter gucken. Für eine private Logen. Von der aus ist ja gar nichts. Ja, aber geil gemacht. Schöne Location. Gefällt mir. Echt cool. Daraus. Hier gibt es noch eine Bon. Such a chemical smell to this place. Hier Toiletten, wunderbar. Die wir nicht aufmachen können, nicht wunderbar. Ja, noch was, kein Pimpel am Start, nichts drin, schade. Ich hätte es noch verbessern. Oh, Batterien. Ja, da muss ich rein. Und diesen Blei kann man nicht mehr gebrauchen. Ja. Jetzt. Das nehme ich mit. Das nehme ich mit. Braucht ihr eh nicht. Na komm, dann gehen wir hinten raus. Wo sind wir denn jetzt? Na, hinter Ausgang, weh. Wo müssen wir denn hin? Ja, das machen wir dann später mal. Besserung. Eigentour, Himmelstüte. Ja, noch ganz schön viele Sachen auch mal. Oh, da ist eine Bank. Sehr viele Läden hier. Aber ich will mich jetzt hier nicht die ganze Zeit abklingen. Oh, wo geht's hier denn hin? U-Bahn-Tunnel. Oh. Bin ich hier auch wieder raus? Ja. Mehr schlecht als recht, aber es geht. Cool. Schau. Die belebte Gegend hier. Campen Town. Oh. Cambridge Arms. Kann ich momentan nicht verwenden. Wieso kann ich nicht zocken? Ja, plus 25 mehr Crit Schaden für waffenlosen Angriff. Ist wenig der Duft. Wow. Enjoy. Gute Frisur. Komm mich hier nur mal ein bisschen umsehen. Wir wandern einfach weiter. Lass uns nicht ablenken. Nein. Nicht ablenken lassen. Nein. Nicht ablenken lassen. Nein. Einfach straight weitergehen. Hey.
That's a just cool heard idea. Franz Liszt's Hungarian Rhapsody number 2. Try playing that. Okay, that's ja gar nicht so schlimm erwischt hier. Was ist das denn hier? The following piece reminds me of traveling. Nein, nicht am Blinken machen. A gentle night after a hard day's work. Is it not the greatest feeling in the world? From me to you, enjoy Claude Debussy's Jeux de Vague. Oh, die geile Gegend hier. Hey. Oh, crazy. Well, hello there. I'm a slasher. Ach so. Von was? That's right. I slash prices. Oh. I'm sorry, that's just my favorite thing to say. Welcome to my shop. Some people call me Kayla, some people call me Crazy Kayla. Do whatever you want. Just don't call me late for dinner. Oh, I crack myself up. Okay. Warum nennen dich die Leute denn crazy? First of all, it's crazy with a K. Ah. Also, it's such an overwrought tale. The short version is, I've been committed to several institutions over the course of my young years. But don't worry, I haven't lost my marbles. They're right over. Oh dear. It seems as if I have lost my marbles. Would you be a dearie and help me find them? Pretty please? Yeah, was mein Büro? What happened to chivalry and all that sort of shite? Just playing around. Of course I'll pay you. 25 tickets for the full marble set. Yeah, wo sind die Marbles? I just told you I lost them. Oh, you mean where do you think I lost them? Aren't you a clever fella? Last place I remember seeing them was near the theatre. Had to make space for some shiny new junk. I'd check there first if I were you. Then again, I'm not you. So do whatever you were going to do. You clever you. Ah, so. Okay. Und eine neue Quest. Oh, Bücher. Burgabterminal. Was machen wir denn hier? Arten ausgeben. Bleistift, Kickball, Teddybär, wow. Super, das lohnt sich ja richtig. So, das machen wir jetzt aber noch hier. Das ist echt völlig geile Gegend, ne? Dinnerteller, Grafiken. It's amazing what they used to make before the war. Ja, ich glaube, hier kommen wir nicht lang. Da müssen wir andersrum dahin. Können auch hier durchgehen. Und dann mal gucken. Jo, hier kommen wir dahin. Da haben wir ihn ja. Camden TV Station. Nö. Oh, Corned Beef und das. Auch noch schön gewärmt. Ja, geil. Noch einmal einen richtigen Save. Und rein mit unserer Idee. I'm sure it's a relay of some sort. Let's look around for a server or some comms equipment. Deswegen sind wir hier. Oh, und wegen Schreibmaschinen. Und Telefon und Bleistiften und Kaffeetasten und Zigarettenkisten. They've gone. Mysterious forces are afoot. Only need some peace. Betz, Junge. Haben wir denn hier drüben? Ah, ich häng fest. Ah, der Typ hat genug. Restricted Area, das ist doch genau mein Ding, Baby, yeah. Wird an einem anderen Ort geöffnet. Ihr macht hier was? This looks promising. Let me check out this terminal. Ja, okay. Time to crack in. Two letters. Four letters. Got it.
Huh. Lots of encrypted messages. Let's see. Does this decryption algo work? Yes, it matches up exactly with the bank records. Amazing. Here we go. Lots of messages, receipts, transactions going back decades. Huge transactions. Computer chips, data storage, lab components, glassware, solvents. But the scale is insane. 200 10-foot glass tubes. Crazy. What? All the values are listed in troy ounces. That's an old measurement for gold bars. It looks like the gold was distributed up and down the country to pay for all sorts of things. It's all signed off by someone called G. Who could that refer to? But surely they're not working alone. Let's hunt about here for more clues. Maybe we can find this G person again, and squeeze more info out of him. Shudivag from his popular La Mer composition. Okay. Lady G. There is nothing more infectious than a poker. But luckily, you need not quarantine from exposure to culture. Up next is Smetana's Three Pokers de Salon. Coming in here. Nichts. Kaffeetassen. Irgendeine Morning Show oder so. Out of order. Oh, die. Und da kommen wir so nicht rein. Küchenstudio on the air. Oh, hier wird noch gesendet. Sollten wir vielleicht nicht so laut sein. Ne? Ah, cool, haben sie hier ein Studio reingebaut. What do we have here? Is there a little mouse crawling through my den? Hey! So, you run this place? You must be the G from the messages. That is Lady G. To you, little girl. Cynics. Hacked into my messages. I'm rather impressed. But what on earth would possess you to come after me? Don't act like you don't know, vile villain. I seek for the gold that was stolen from the Bank of England. And I know you had a part in it. Oh my. What an interesting little plaything you are. It is true that I have provided procurement services for a particularly esteemed client. I may even have taken a little cut of the gold myself. Such a lustrous metal. I knew it! Who are you working for? Tell me where you've hidden the gold! Do calm down, dear. It was Bedrick Smetana's Three Pokers de Salon. I know. Chapter 7. Let us have a little game. I shall give you a clue. I am a testament to the past, encasing treasures behind glass. I care not for man's deeds, for the world is my creed, and a dips stands at my head locus. Solve the riddle and seek for the scarlet chariot. Perhaps we shall speak again. But first, a little punishment for snooping on my privates. Ta-ta for now. Identify your initiating hunter. Oh my. Lad ruhig nach, ja. Stell mal, du vorhast. Hättest du mir nicht bei dem helfen können? Ich bin tot. Diese Margots, ne? Oh, jetzt müssen wir uns dann nochmal anhören, ne? This is where I trace the comm signal to. I'm sure it's a relay. Ja, super. Let's look around for a server or some comms equipment. Ich glaube, das mache ich dann in der nächsten Folge, Leute. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Ne? My senses are tingling.
Wie mir platt machen. Oh, great. More goons to deal with. Haben wir doch schon. Telefon. Keep out. Ich komme die da einfach an mit so einem Robo, mein Gott, ey. Den Buhlen hätte ich erleben können. Noch mehr? Ja, natürlich. Wo geht's hier denn hin? Ein Event of a Nuclear Attack. Oh, hier ist noch eine U-Bahn. Tja, leider ist er nichts ausgeworfen. Last thing I need is ick on my shoes. Ja, passiert. Honig leer. Na toll. Da noch was. Oh, Ebbe. Da kommen wir nicht rein. Alright. Da ist sonst nichts. Oh. Professor Griswold. Ein Kräuli? Nee, brauche ich gerade nicht. Tür geht nicht. Ah, so Scheibe. Entschuldigung. Wollte eigentlich nicht stören. Ja, schon, ein bisschen. Hier geht's auch noch runter. Oh. Klebeband. Cool. Once again. Debussy's Jeux d'hiver so, from his popular La Mer composition. Okay. We wind up our days with toil and nights with sleep. May Debussy guide you through your night with his nuage. Nehmen wir das auch noch mit. Gab's hier nicht noch irgendwo einen Aufzug oder so? So, das macht einfach nichts. Ah, okay. Ja, dann hat man ja eigentlich nur die Möglichkeit. Hier einmal hin. Und dann dahin, ne? Benötigt Terminal. Ah, okay. Wie werden wir den Margot am besten los? Der macht uns direkt instant fertig. Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung. Wir könnten den auf Kiva hetzen und dann hoffen, dass wir den irgendwie platt machen. Ne? Wir machen echt wenig Damage an dem. Wenigstens sollen wir mal die Teile hier nachladen. Oh. Oh. Ah, damit. Ja, damit bestimmt nicht. Oder wir machen es halt wirklich im Nahkampf mit dem Ding in hier. Ja, Kira, wie machen wir das? Naja, nicht mehr in dieser Folge, Leute. Also freut euch drauf, beim nächsten Mal ein harter Kampf hingegen Robo Queen. Yay! Also bis dahin. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Liken, Abonnieren, Kommentieren und ein Riesendank geht raus an meine Kanalunterstützer Gerd Lorelei, Sascha Teves, ist halt so, Nagetermin, Stefan Freunde und LPMM. Vielen, vielen lieben Dank, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, gehabt euch wohl und ich sag, bis denn dann.